In diesem Video erkläre ich, warum wir mit Summen, Tönen, Singen den Vagusnerv aktivieren können und damit das parasympathische Nervensystem stärken können. Und für alle, die sich ein bisschen Unterstützung und Begleitung wünschen, gibt es im zweiten Teil ganz einfache angeleitete Stimmübungen, um den Vagusnerv zu aktivieren. Hi, hier ist Elisha. Ich bin unter anderem Biologin und Humanökologin und habe außerdem einen fundierten Hintergrund in Körpertheater und Stimmarbeit. Über den Vagusnerv kann gesagt werden, dass er der Hauptnerv des parasympathischen Nervensystems ist. Und laut der Polyvagaltheorie können wir das parasympathische Nervensystem in zwei Schaltkreise unterteilen. Nämlich eines, das für Regeneration und die Funktionsweise der inneren Organe zuständig ist, wie zum Beispiel Herz und Verdauungstrakt, und ein zweites System, das auch das soziale Nervensystem genannt wird und das zuständig ist für das Verständnis komplexer, vielschichtiger Inhalte, für Kommunikation, Empathie, Zusammenarbeit, aber auch für kreative Lösungsfindung und kreativen Ausdruck. Ist der Vagusnerv geschwächt, bedeutet das, dass wahrscheinlich alle oder manche der von mir genannten Funktionen ebenso geschwächt sind. Oder umgekehrt, wenn wir nicht gut schlafen können, uns im Schlaf nicht gut erholen, wenn wir uns insgesamt nicht gut entspannen können, kann das ein Zeichen dafür sein, dass das parasympathische Nervensystem und der Vagusnerv geschwächt sind und nicht in ihrer vollen Kraft funktionieren. Die gute Nachricht ist, wir können selbst sehr viel dazu beitragen, den Vagusnerv zu stärken und damit das parasympathische System zu stärken. Und das führt dazu, dass wir vom Dauerstress runterkommen, dass wir auch von punktuellen Stresssituationen schneller runterkommen und dass wir uns insgesamt einfach wohler fühlen. Um neben der Stimme weitere Möglichkeiten kennenzulernen, den Vagusnerv zu aktivieren, empfehle ich dir mein Video 5 Wege, den Vagusnerv zu aktivieren. In diesem Video greife ich nun das Summen, Tönen und Singen heraus. Warum und wie funktioniert das? Der Vagusnerv ist beteiligt an der Kontrolle der Muskulatur im Kehlkopf und überhaupt der Muskulatur, die für die Stimmbildung zuständig ist. Eine Veränderung auf Ebene des Nervensystems, also zum Beispiel durch eine Emotion, ruft sofort eine Veränderung in unserer Stimme hervor. Deshalb können wir, wenn wir mit jemandem telefonieren, speziell wenn wir diese Person gut kennen, schon nach wenigen Worten sagen, was ist los? Der Zustand des autonomen Nervensystems und speziell der Zustand des Vagusnerves spiegeln sich also in dem Klang unserer Stimme wieder. Diese Nervenbahnen funktionieren in beide Richtungen und so können wir über bewusstes Summen, Tönen und Singen wiederum positiv auf den Vagusnerv einwirken. Wir können diesen tonisieren und so seine Funktionsweise kräftigen. Darüber hinaus gibt es einen zweiten Grund, warum bewusstes Tönen, Singen, Summen positiv für den Parasympathikus und für den Nervus Vagus ist, nämlich, dass wir dann auch verlangsamt atmen und speziell die Ausatmung verlangsamt ist. All das ist auch wissenschaftlich untersucht und belegt. Da ich seit über 10 Jahren Stimmworkshops unterrichte, ist mir sehr klar, dass es viele Menschen gibt, für die Stimme verwenden oder singen, bedeutet wirklich die Komfortzone zu verlassen oder eine gewisse Hemmschwelle zu überwinden. Und dass das auch daran liegt, dass vielen Menschen irgendwann in ihrem Leben oder vielleicht sogar mehrmals gesagt wurde, dass sie nicht gut singen könnten oder dass sie nicht singen sollen. Ich möchte nochmal betonen, alle können singen und um sich der eigenen Stimme anzunähern, werde ich jetzt ein paar Übungen zeigen. Als Grundlage ist es wichtig, dass wir uns bei der Beurteilung unserer Stimme auf den Tastsinn verlegen. Das heißt, dass wir so gut es geht davon wegkommen, über den Hörsinn unsere Stimme zu beurteilen und dazu hinkommen, über den Tastsinn unseren Ton zu erspüren. Wir können mit ganz einfachem Summen beginnen. Beim Summen kann es kaum passieren, dass die Stimmbänder oder die Kehlkopfmuskulatur irgendwie überanstrengt wird und es ist eine wunderbare Art und Weise, sich der eigenen Stimme anzunähern. Summen bedeutet, dass der Mund geschlossen ist. Summen eignet sich auch wunderbar dazu, die Vibration des Tones im eigenen Körper zu ertasten. Eine zweite Möglichkeit, sich der eigenen Stimme anzunähern, ist Seufzen. Einen Luftstrom austreten zu lassen und in diesen
sich einen Seufzer hineinlösen zu lassen. Wieder mit dem Fokus auf das Ertasten des Tones im Körper und nicht auf das Beurteilen des Tones durch den Hörsinn. Als dritten Schritt können wir dann diese Seufzer auf Vokale öffnen. Zum Beispiel so. Du kannst eine dieser Übungen verwenden. Du kannst sie alle drei als Progression, als Abfolge verwenden. Du kannst sie als Aufwärmen vor dem Singen verwenden. Oder du kannst sie dazu verwenden, dich für freies Improvisieren im Summen, im Tönen aufzuwärmen. Jedenfalls wird jede Art des positiven Stimmgebrauchs, egal ob es ein einfaches Summen ist oder ein Singen, eine positive und kräftigende Wirkung auf den Parasympathikus und auf den Vagusnerv ausüben. Ich bin sehr neugierig darauf zu erfahren, ob diese Übungen hilfreich sind und welche Erfahrungen ihr damit macht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das alles mit mir und mit allen anderen in den Kommentaren zu diesem Video teilen würdet. Wenn ihr Lust auf mehr habt und eine Online- oder Offline-Session mit mir buchen wollt, ihr findet alle meine Kontaktdaten in der Beschreibung zu diesem Video und ich freue mich sehr darauf, mit euch zu arbeiten. Schick euch ganz, ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.